Heute wollen wir eine Kakerlake fangen. Bei Baphomets Fluch 5. Wie gesagt, gestern haben wir uns ja schon mal einen Keks organisiert von dem guten Bassam. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier das kleine Vieh mal zu Gesicht bekommen. So, können wir den hier ein bisschen zerbröseln? Ein Keks, genauer gesagt. Nee, dann tun wir den mal komplett da rein. Ich legte einen Köder in die Streichholzschachtel. Ich konnte der süßen kleinen Falle selbst kaum widerstehen. Erwischt! Und die Kakerlake nehmen wir auch mit. Sie sind ein Gentleman, zweifellos. Ich hasse Kakerlaken. Stets bereit, einer Dame in Nöten zu Hilfe zu eilen. Darauf möchte ich wetten. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich doch. Mit wem kann ich hier ein paar geschäftliche Dinge besprechen? Mit mir, Sherry. Ich bin Annette, die Managerin. Du meine Güte, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht... Wegen der Handschuhe, verstehen Sie? Oh, den Fehler machen viele. Aber wenn Sie es dann merken, baut mich das wieder auf. Oh, ich wurde auch schon wieder aufgebaut. Sehr oft. Praktisch von Null wieder aufgebaut. Ja, bitte. Was ist denn das hier für ein Laden? Ach nee. Es gab einen Diebstahl im Les Arts Bleus. Ein Gemälde wurde geraubt. Jammer, schade. Aber ich bin sicher, Sie werden drüber wegkommen. Ich glaube, Ihre Firma war für die Sicherheit zuständig. Oh nein, waren wir nicht. Oh wohl, waren Sie doch. Gar nicht. Wohl. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Aber ich nicht. Dann haben wir doch die Auftragsabschlussbestätigung. Da steht, dass Vera mit der Sicherheit der Galerie beauftragt wurde. Da haben Sie wohl keine gute Arbeit geleistet, was? Woher haben Sie das? Aus der Galerie. Der Vertrag wurde gekündigt. Sie können uns nicht die Schuld geben. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Der Laden stank förmlich nach Briefkastenfirma und die einzige Anwesende war nicht sehr hilfsbereit. Vielleicht würde ich im Büro selbst mehr Informationen finden. Sind Sie fertig? Ich würde mir nämlich gern das nächste Rennen anhören. Ich habe die Kakerlake gefangen. Schauen Sie mal, ist sie nicht putzig? Die geht! Bleiben Sie mir vom Leib damit! Ja. Danke. Sie würde sich gerne das nächste Rennen anhören und wir möchten eigentlich an dieses schwarze Buch. Finger weg, Sie! Kann ich es mir wenigstens mal ansehen? Auf keinen Fall. Dieses Buch ist sehr privat. Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gescheut. Besonders die Kosten. Würde es Ihnen was ausmachen, die Finger von der Büroeinrichtung zu lassen? Echt erstaunlich, was Annette alles aus dem Augenwinkel mitbekam. Würde ich das was ausmachen? So, den Radiosender, das will sie hören. Na gut, ich weiß ja schon, was wir machen müssen. Wir müssen anrufen bei Vera Security. Und das Radio umstellen, damit sie ihr komisches Pferderennen nicht mehr hören kann. Und da können wir mal in das Buch hier gucken. Da sind wir mal so frei. Ich wollte sehen, welche Geheimnisse das Buch möglicherweise enthielt. Da war ein Foto. Natürlich habe ich es mir gleich geschnappt. So, dann gucken wir uns mal das Foto an. Den kennen wir doch. Ein mieses Foto von Lane und Annette. Der Bursche nahm, was er kriegen konnte. Dann fragen wir sie doch mal. Ja, bitte. Haben Sie auf ein Pferd gewettet? Nein, ich höre nur gerne, wie Hufeisen auf den Boden trommeln. Ein ungewöhnliches Hobby. Nun seien Sie nicht so blöd. Natürlich habe ich 50 Mäuse auf Lucky Break gesetzt. Ah, naja, ich hoffe, Ihr Pferd gewinnt. Das tue ich auch, Sherry. Das tue ich auch. Lucky Break. Danke. Jetzt würden wir natürlich noch gerne hier hinten reingucken. Wo steht sie da jetzt noch?
Können wir jetzt von hier aus anrufen oder müssen wir rausgehen dazu? Ich entschied, es hätte keinen Sinn, Annette weiter abzulenken. Das Foto... Hatte ich. Dann befragen wir sie mal zu dem Foto. Erkennen Sie das hier? Hey, das ist mein Foto! Das sind Sie zusammen mit Lane, glaube ich. Und wenn schon, was soll's? Und was bedeutet er Ihnen? Er ist mein Hector. Genau das, mein kleiner Hector. Ja, hatten Sie nicht gesagt, Sie hätten nichts zu tun mit der Galerie? Hören Sie, die Sache ist die, ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich hatte mit dem Ding in der Galerie nichts zu tun. Ich übermittle nur die Papiere. Und wer hat vor Ihnen diesen Laden organisiert? Keine Ahnung, die frühere Managerin, sie kam eines Tages einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich sollte eigentlich gar nicht mit Ihnen reden. Der Boss hat gesagt, ich solle meine Klappe halten. Ja, bitte? Also, was ist bei Ihrer Verabredung mit Lane passiert? Ich würde das wohl nicht als Verabredung bezeichnen. Da ist doch wohl was Besseres drin, Annette. War das gerade etwa eine Einladung? Nein, ich wollte sagen, Sie können mir doch bestimmt mehr erzählen. Ach ja, so ist das also. Sie wollen die schmutzigen Details wissen, ja? Nein, erzählen Sie einfach, was passiert ist. Genau, erzählen Sie doch immer mal was. Ihr Chef, haben Sie seine Adresse oder Telefonnummer? Nein, habe ich vergessen. Ich meine, ich wusste sie noch nie. Annette, jemand hat ein schweres Verbrechen begangen. Sie stecken bis zum Hals in der Patsche. Ich hatte nichts damit zu tun. Hören Sie, ich brauche diesen Job. Ich brauche das Geld. Und es war ja nur ein doofes altes Gemälde. Ist doch keinem was passiert. Henri ist gestorben. Auf den Galeriebesitzer wurde geschossen. Und? Getroffen? Leider, er ist ziemlich tot. Oh. Wir ermitteln hier in einem Mordfall. Also, wer ist Ihr Chef? Ich weiß es nicht, ehrlich. Er schickt mir einen Fax, wenn er was will. Wer ist er? Ich habe nie mit ihm geredet, ihn nie gesehen. Sie machen der armen Annette doch keinen Ärger, oder? Danke. Ich war ziemlich sicher, dass Annette mir nichts weiter erzählen würde. Sie klang verängstigt. Es wurde Zeit, Lane die Daumenschrauben anzulegen. Und ich wusste auch schon, wie. Ja, wir können ja jetzt... Irgendwie haben wir jetzt Informationen. Über Lane und Annette. Gucken wir mal, ob unser Freund Bassam noch was zu sagen hat. Ah, Monsieur Stobart. Was kann ich für Sie tun? Nö, ist alles wieder dasselbe. Dann verlassen wir mal diesen Ort. Und machen uns auf zur Galerie, denke ich. Da war doch Lane zuletzt, oder? Lass mich gerade mal anders hinsetzen. Klebe so ein bisschen fest bei dem Wetter. Die Galerie war versiegelt. Der ganze Laden sah leer aus. Lane konnte man kaum übersehen. Es sah aus, als sei er nicht da. Die Galerie war leer. Sah aus, als wäre... Dann wäre Lane woanders. Na ja, gut, dann wird er wahrscheinlich in Henris Wohnung sein. Dann ist der einzige Punkt, den wir noch anwählen können hier. Oder Henrys Wohnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Henri ist, der glaube ich, ne? Eine kleine französische Stadt. Ob die Witwe überhaupt etwas mit der Galerie zu tun hatte? Dann wollen wir doch mal an der Tür schellen. Ich bin's, George Stobart. Kann ich raufkommen? Stobart? Was treiben Sie denn hier? Gute Güte, sind Sie das, Lane? Ich wollte mit Ihnen reden. Ich muss mit Madame Dubois reden. Ich bin sicher, das hat Zeit. Mr. Lane, sagt Ihnen der Name Annette irgendwas? Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie reden. Pech für Sie. Denn wenn Sie mich nicht reinlassen, erzähle ich der Polizei von Ihrer interessanten Verbindung zu der Sicherheitsfirma. Na gut, kommen Sie rauf. Aber machen Sie es kurz. Na, das ist doch prima. Können wir uns jetzt noch die Läden angucken, aber...
Ich denke, das brauchen wir nicht. Es sei denn, ihr wollt die Läden sehen, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Gute Güte, George. Ihr Timing ist ja grauenhaft. Warum wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt, Sie einen Lügner zu nennen? Was wollen Sie? Ich komme gerade von Vera Security. Ja, und? Ja, nix ja und. Was hast du da mit deinem Hut, Digga? Was wissen Sie über den Inhaber von Vera Security? Ich hatte noch nie das Vergnügen. Erzählen Sie mir etwas über Annette. Über wen? Von Vera Security. Ich kenne keine Annette. No, ich hab doch ein Foto. Ich bin überrascht, dass Sie Ihren Eroberungen erlauben, Souvenirs zu behalten. Oh, woher haben Sie das? Annette hat es mir geliehen. Hören Sie endlich auf, damit rumzuwedeln! Können Sie mir etwas über den Inhaber von Vera Security erzählen? Annette meinte, das sei irgend so ein sauer aussehender Russe. Kommen Sie schon, Lane. Erzählen Sie mir von Annette. Na schön, ich hatte mal was mit ihr, okay? Und jetzt reden Sie bitte etwas leiser. Und Sie beide haben dann das Sicherheitssystem für den Diebstahl präpariert, ja? Nein, nichts dergleichen. Außerdem war die Affäre auch ein Fehler. Sie erwies sich als recht anhänglich. Ich glaube Ihnen, Sie sind kein Verbrecher, bloß ein alter Lüstling. Das Alte vergessen Sie mal schnell wieder. Ich mache zufällig eine ganze Menge Frauen glücklich. Ja, besonders wenn Sie sie verlassen. Na gut, Lane, verschwinden Sie. Sie sagen mir nicht, was ich tun soll. Soll ich lieber Bijou dieses Bild zeigen? Schon gut, ich gehe ja schon. Sie werden noch von mir hören, Stoppard. Versprochen. Und geben Sie mir das Foto. Wenn Lane die Wahrheit sagte, bedeutete das, Annette hatte gelogen. Sie hatte behauptet, den Besitzer nicht zu kennen und wollte mich schnell loswerden. Vielleicht verbarg sie ja etwas Interessantes in diesem hinteren Büro. Und stellen Sie sich auch mal ordentlich vor. Ordentlich? Oh, hinten liegt Henry tot rum. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Madame. Mein Name ist George Stobart. Nennen Sie mich Bijou. Hallo, Bijou. Kann ich jetzt hier noch ein bisschen rumrennen? Ja. Vorgestellt. Siri, bitte lassen Sie die Finger von meinem Tisch. Bei mir muss alles perfekt und ordentlich sein. Hübsch haben Sie es hier, Bijou. Oh, vielen Dank. Ich liebe schöne Dinge. Also, er kommt ein Wildfremder jetzt hier in die Wohnung rein. Sie chillt hier ein bisschen auf ihrem Sofa. Und sagt dann einfach nur, wollen Sie sich jetzt nicht mal vorstellen? Dann stellt er sich vor, sagt, ja, hallo, ich bin George Sobert. Und rennt jetzt hier einfach frei in der Wohnung hier drumherum. So, gucke ich mir mal hier die Anlage an. Der Plattenspieler spielte immer wieder das gleiche Lied. Ausgestopfter Hund. Ein kleiner ausgestopfter Hund stand auf dem Tisch. Das arme Tier, war das da eine Träne in seinem Glasauge? So, und jetzt gucken wir hier uns die Leiche an. Er war jetzt in einen billigen Anzug gekleidet. Im Vergleich gefiel mir die Weste besser. Kann man hier irgendwie was mitnehmen? Nee. Aktbild. Zwei ineinander verschlungene Liebende. Erinnerte mich an dieses Verrenkungspartyspiel mit der Matte. Twister. Nee, sonst ist hier, glaube ich, gar nichts weiter. Na gut, dann wollen wir mal uns mit der Frau unterhalten, nehme ich an. Wobei, können wir uns jedes Bild angucken? Müssen wir aber nicht. Das jetzt hier nochmal und dann... Das Modell wirkte verletzlich, wie sie ihre Knie umschlang. Der Blick bis rüber zum Bois de Boulogne war atemberaubend. Amerika ist mein Land und Paris meine Heimatstadt. Hier ist nur der Schminktisch. Plattenspieler. Lassen Sie bitte die Finger von meinen Sachen. Also, rumrennen dürfen wir, aber wir dürfen halt nichts anfassen. Trotzdem, dass wir ganz fremd sind. Naja, gut.
Ich habe mich dafür entschieden. Wir reden erst nächste Folge mit Bijou. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.